Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Stiere, zu eurer Legung für den März 2023. Ihr seid wieder hier bei mir bei Crazy Owl gelandet. Wilma ist natürlich auch am Start. Und ich muss euch jetzt erstmal was Neues zeigen. Schaut mal, was mich heute erreicht hat. Diese wunderschönen Anhänger von der lieben Nesara. Handgearbeitet, handgefertigt, jedes Stück ein Unikat. Findet ihr bald bei uns im Shop. Die musste ich euch jetzt kurz zeigen, weil ich die total toll finde. Natürlich gibt es die dann mit Kette und Verschluss. Werden also bald im Shop für euch verfügbar sein. Genau, wir haben heute die Monatslegung für den März. Wir legen wie gewohnt mit dem Krafttier-Orakel von Sean Ruland. Wir haben das Arcanum-Tarot vom Lo Scarabeo, Erat Aliquando von Yonanda Latura und das Gilded Reverie Lenormand von Ciro Marchetti. Natürlich gibt es auch eine Faol-Rune für euch für den Monat März, meine lieben Stiere. Und Wilma guckt, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht. Genau. Ihr wisst, es sind bei mir immer allgemeine Legungen fürs Kollektiv. Das heißt, du kannst mit dieser Legung in Resonanz gehen, musst es aber nicht. Sollte es nicht deine Legung sein, dann mach's bitte auch nicht zu deiner. Ja, schau die Legung in eigener Verantwortung. Und ja, dann legen wir mal direkt los und gucken mal, welches Krafttier die Stiere im März, ich war schon wieder bei Februar, im März, begleitet. Welches Krafttier begleitet die Stiere im März 2023? Welches Krafttier begleitet die Stiere im März? Dankeschön. Die Spannung steigt. Der Krebs. Läuterung und Hingabe. Achte auf deine Träume und Eingebungen. Veränderung und Wachstum kündigen sich an. Liebe Stiere, da scheint was im Werden zu sein bei euch. Mit dem Krebs habt ihr euch vielleicht auch den natürlichen Zyklen hinzugeben und offen zu sein für die Veränderungen, die da auf euch zukommen wollen und die Veränderungen, die das mit sich bringt. Ja, schauen wir mal, was die weiteren Karten dazu zu erzählen haben. Was war, was ist? In welcher Energie starten die Stiere in den März 2023? Was war, was ist? Welche Energie begleitet die Stiere? Wie starten sie in den März 2023? Aha, der Narr ist gefallen. Also mit dem Narr haben wir auch hier die Veränderung und natürlich den Neuanfang. Der Narr kündigt immer einen Neuanfang an. Der Narr spricht auch von dem Abenteuerleben, auf welches du dich, lieber Stier, vertrauensvoll einlassen darfst, auf dieses Abenteuerleben. Sehr interessante Energie, Neuanfangsenergie auf jeden Fall im Feld. Wir schauen, was Erat Aliquando dazu ergänzen möchte, was war, was ist, in welcher Energie starten die Stiere in den März. Ihr wisst, sollte die Dame, das ging jetzt fix, sollte die Dame fallen, seid ihr als Zuschauer immer die Dame, das Gegenüber deute ich als den Herrn und solltet ihr in der gleichgeschlechtlichen Verbindung sein, ich spreche immer aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Wenn das bei euch andersrum ist oder die Rollen vertauscht sind, eigene Verantwortung, ihr dreht euch das so, wie das für euch passt. Wir haben Tischlein deck dich, die Nachtigall mit dem Abendlied der wahren Liebe, die Gefährten, wow, das sind viele, der Besen, der Hirsch, das Spinnrad und den Storch. Okay. Ich habe schon wieder ein Platzthema. Also, liebe Stiere, ihr habt viel zu erzählen, so wie es hier aussieht. Ich zeige euch die Karten gleich. Wir haben jetzt hier ungewöhnlich viele Karten für was war, was ist, in welcher Energie ihr startet. Trotzdem möchte ich gern noch ein, zwei Karten vom Lenormand dazu, so wie wir das in jeder Reihe machen. Auch hier der Neuanfang mit dem Kind.
Okay. Und wow, Kind und Ring, hier wird etwas Neues verbindlich. Okay, also ihr könnt jetzt leider nicht mehr alle Karten sehen, weil ich einfach zu viele hier habe, aber ich zeige sie euch. Ihr startet in der Energie mit dem Tischlein Deck dich. Tischlein Deck dich ist die größte Glückskarte im Erat Aliquando. Sie spricht von Fülle. Von absoluter Fülle, Wunscherfüllung, einem reich gedeckten Tisch, an dem ihr speisen könnt, euch am Leben labt, sage ich jetzt mal. Ja, und das hat wirklich damit zu tun, dass ihr, liebe Stiere, scheinbar in einer sehr, in einer neuen Energie der Liebe seid. Ne? Denn es ist die Nachtigall gefallen, die das Abendlied der wahren Liebe singt und die Gefährten. Das heißt für mich, ihr seid jetzt an einem Punkt in eurem Leben angekommen, wo ihr vielleicht wirklich die Wegbegleiter an eurer Seite habt, die, von denen ihr immer geträumt habt. Hier ist ein Traum wahr geworden. Ihr habt Menschen an eurer Seite, die in einer liebevollen, wertschätzenden, achtsamen Energie mitschwingen. Mir kommt hier auch rein, das sind Gefährten, die diesen Leitsatz beherzigen, wer mit Liebe dich warnt und mit Achtung dich tadelt, sei Freund dir. Und hier habt ihr, so wie es aussieht, denn in dieser Energie startet ihr ja in den März, ihr habt vielleicht auch in eurem Umfeld wirklich aufgeräumt. Mit dem Besen habt ihr hier Ordnung geschaffen. Und dadurch seid ihr in einer ganz neuen Präsenz. Mit diesem Hirschen, der hier mit dabei liegt, das ist so, als ob ihr einen energetischen Frühjahrsputz in eurem Umfeld hinter euch habt. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn mit dem Spinnrad webt ihr hier eure Schicksalsfäden neu. Das Spinnrad, da ist das Web of Word abgebildet, also das Netz, das die Nornen am Fuße Yggdrasils weben, das Schicksal, das die Nornen knüpfen. Und hier scheint ihr eine schicksalhafte Ausrichtung vorgenommen zu haben, denn mit dem Storch gibt es hier etwas, das ihr ausbrütet. Das kann dieser Neuanfang sein, der hier mit dem Narren ja schon angezeigt ist. Vielleicht geht es hier auch um eine Selbstständigkeit oder eine Berufung, die erfolgt, eine komplette Lebensveränderung, wo ihr vornehmt. Und hier werden erste verbindliche Schritte gemacht. Mit dem Kind ist auch wieder der Neuanfang im Feld. Ja, das ist aber vielleicht auch noch ein Projekt, das in den Kinderschuhen steckt. Auch dafür, das würde sehr schön mit dem Storch resonieren, denn der Storch ist im Erat Aliquando etwas, wo eine Veränderung im Feld ist, die aber noch nicht schlüpft, denn hier müssen noch Eier ausgebrütet werden, bevor die Veränderung wirklich zum Tragen kommt. Aber dieser Neuanfang, der hier für euch im Feld ist, meine lieben Stiere, ist mit Sicherheit schicksalhaft. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das so eine Energie ist, wo auf einmal Dinge ins Fließen kommen, was ihr vorher gar nicht für möglich gehalten hättet. Und das alles hat damit zu tun, mit dieser zentralen Energie, dass ihr aufgeräumt habt. Ihr habt ja energetischen Hausputz betrieben, vielleicht bei euch selbst, in eurem Umfeld, in eurem Leben. Und dadurch seid ihr jetzt in einer neuen Präsenz mit dem Hirschen und könnt euer Schicksal ganz neu angehen und vielleicht jetzt auch Dinge realisieren und in Angriff nehmen, die bisher noch nicht möglich waren. Ja? Aber jetzt habt ihr wohl die richtigen Weggefährten an der Seite und lebt in einer Fülle und habt ein Fundament geschaffen, wo ihr jetzt wirklich aus dem Vollen schöpfen könnt und euch da so richtig reingeben könnt. So, jetzt seht ihr es, glaube ich, ganz gut. Ich habe die Kamera nochmal positioniert. Gut, dann schauen wir mal, was kommt auf euch, liebe Stiere, im März zu. Also hier sieht es wirklich nach einer, ja, schon tiefgreifenden Veränderung, in, also speziell was eure Vertrauten vielleicht auch angeht, aus. Was kommt auf die Stiere im März zu? Wow, da hätte ich gern gleich noch eine Klärungskarte, bitte. Dankeschön.
So, da haben wir einen Weckruf. Also, das passt wunderbar zu dem Krebs. Wir haben hier, achte auf deine Träume und Eingebungen. Veränderung und Wachstum kündigt sich an. Ihr habt jetzt die zweite große Arcana-Karte. Ihr startet mit dem Narren in ein neues Abenteuerleben. Und im März erreicht euch mit dem Gericht ein Weckruf. Das ist wie eine Wiederauferstehung. Also wenn ihr wirklich so einen energetischen Hausputz hinter euch habt, in eurem Umfeld oder in euch selbst, ja, hier kommt der Weckruf, dass es jetzt Zeit ist für die Wiederauferstehung, für euer Leben 2.0. Denn zwei große Arkanen sprechen schon von einem tiefgreifenden Wandel und keinem Kinkerlitzchen. Und dieser Wandel hat schon mit eurem Fundament zu tun, mit etwas Materiellem, mit eurem Leben, mit eurer Professionalität vielleicht auch, denn die Acht der Münzen ist immer die Karte, wo es um Perfektionismus ein Stück weit auch geht, wirklich der Profi in einem bestimmten Gebiet zu werden. Ne? Dieser Mann hier hat schon 7 Münzen über die Jahre, über die Jahrzehnte vielleicht auch fleißig bearbeitet und ist jetzt hier an der 8. Und ja, da kommt mir auch so die Energie rein. Ihr seid als Stiere mit Sicherheit durchaus fleißige Menschen und ihr lebt vielleicht auch nach dem Motto, ohne Fleiß kein Preis. Und hier ist wirklich, ihr arbeitet hier konzentriert an was. Und ich hatte hier oben schon gesagt, vielleicht sind jetzt Veränderungen möglich in eurem Leben, weil ihr die richtigen Menschen an eurer Seite habt. Und das scheint wirklich hier sich über den März fortzuziehen, denn ja, es dreht sich hier um etwas, an dem ihr schon lange arbeitet. Das ist vielleicht auch ein Traum, der euch schon lange begleitet, ja, der wie dieses Fenster hier im Hintergrund immer wieder bei euch anklopfte, aber ihr habt euch noch nicht getraut, wirklich gen Horizont zu blicken und die Segel zu setzen, um dieses Ziel zu erreichen. Aber jetzt scheint mir hier wirklich der Weckruf für einige Stiere hier zu kommen im März. Das, worum es auch immer hier geht, ob beruflich, privat, Berufung, keine Ahnung wie, ihr startet in einer super Neuanfangsenergie mit Fülle und Liebe und Verbundenheit. Also das scheint mir wirklich so ein Stück weit das Leben des Stiers 2.0 sich anzufühlen. Schauen wir mal, was Erat Aliquando noch zu ergänzen hat. Was kommt auf die Stiere im März zu? So, wir haben den Herrn. Wir haben die uralte Mooreiche. Wir haben den Sankt Nimmerleinstag. 1 bis 2 würde ich noch nehmen. Okay, die 2 sollen es sein, die anderen bleiben drin. Gut. Wir haben den Überfluss und das Eichhörnchen. Okay. Und hier haben wir auch wieder mit dem verdeckten Energie des Schneeglöckchens, haben wir wieder die Neuanfangsenergie. Also liebe Stiere, hier ist irgendwas für euch am Start. Entweder euer komplettes Leben oder bestimmte Bereiche, Aspekte eures Lebens werden sich hier verändern. Wir haben also den Weckruf hinsichtlich der Professionalität an etwas, an dem ihr schon länger arbeitet. Und hier taucht der Herr auf. Das ist die Karte des Herrn. Das könnte jetzt also ein Gegenüber von euch sein oder auch jemand, mit dem ihr es zu tun habt. Diese Karte von dem Herrn symbolisiert aber für mich immer einen... Das ist schon ein heißer Typ, aber der wird nicht verbindlich. Der ist so ein bisschen unverbindlich und auch undurchschaubar. Also auch die Energie, wie er dargestellt ist auf dieser Karte, ja, der ist oftmals vielleicht auch zu sehr auf sich selbst fixiert und will sich nicht wirklich verbindlich auf etwas einlassen. Das kann, muss jetzt nicht in Liebesdingen ein Gegenüber sein, aber es geht hier um eine Person, die jetzt mit der uralten Mooreiche hier im März wieder in eurem Leben auftauchen kann. Mit der habt ihr schon gar nicht mehr gerechnet, denn
Daneben liegt die Karte St. Nimmerleinstag. Also das ist eine Geschichte, diesen Herrn könnt ihr durchaus schon länger kennen. Vielleicht ist das auch eine alte Jugendbekanntschaft, keine Ahnung was. Also hier taucht jemand aus der Versenkung auf, mit dem ihr schon gar nicht mehr gerechnet habt, mit dem St. Nimmerleinstag. Und so ganz verschollen war dieser Mensch aber nicht, denn mit der Karte Überfluss und Eichhörnchen habt ihr immer wieder Nachrichten bekommen. Über fünf Ecken. Ey, hast du schon gehört, der so und so hat das und das gemacht. Hast du schon gehört, der hat das und das erlebt. Und hast du schon gehört, der ist jetzt im Ausland oder macht hier keine Ahnung was. Also das Eichhörnchen ist ja so ein bisschen auch, da geht es um Kommunikation. Es kann aber auch um Getratsch oder Gerede sich handeln. Und deswegen komme ich hier drauf, dass also die eine Deutungsmöglichkeit dieser Karten hier wirklich heißen kann, dass jemand, mit dem ihr früher mal zu tun hattet, im März wieder aus der Versenkung auftaucht. Mit dem Ring hier auf der Mooreiche wart ihr mit diesem Menschen in irgendeiner Art und Weise verbunden. Das könnt natürlich jetzt nur ihr beurteilen. Und ihr dachtet eigentlich, bah, den sehe ich sowieso nie wieder, weil der Sankt-Nimmerleins-Tag kommt ja nie. Und trotzdem war immer wieder Gerede im Feld, wo ihr wie so ein Ping bekommen habt. Ja, ach, der hat das und das gemacht. Hast du schon gehört? Die andere Alternative ist, es gibt ja immer mehrere Deutungsmöglichkeiten und nachdem wir hier ja sehr viel Neuanfangsenergie haben, es kann hier auch sein, dass ihr, ne, dieser Weckruf, der euch im März erreicht, das kommt ja auf euch zu, der wird euch eine Menge Arbeit bescheren, also etwas, an dem ihr arbeitet oder auch schon länger arbeitet, intensiviert sich jetzt. Und hier geht es jetzt wirklich darum, mit dem Herrn in eine Handlung zu kommen, aktiv zu werden. Auch dafür kann eben die männliche Energie stehen, ja, wirklich aktiv zu werden, den Worten Taten folgen zu lassen. Und da taucht eine Fülle an Kommunikationsmöglichkeiten oder zufälligen Begegnungen mit den Eichhörnchen bei euch auf, die ihr schon gar nicht mehr für möglich gehalten habt. Ihr habt gedacht, ihr werdet es nie ins Leben bringen, weil der Sankt-Nimmerleins-Tag ist ja so weit weg. Das wäre jetzt eine andere Deutungsmöglichkeit. Schauen wir mal, was das Lenormand noch dazu zu sagen hat. So. Mit den Routen und dem Schiff. Also hier ist auf jeden Fall, wird auch hier wieder durchgefegt. Hier finden klärende Gespräche statt. Für den einen oder anderen vielleicht auch Diskussionen. Weil es hier mit dem Schiff um eine Reise, die vielleicht auch eure Lebens- oder Seelenreise geht. Denn das Schiff steht für die Reise, für die Seele, für eine langsame Bewegung. Und sie steht auch für Sehnsüchte. Es kann auch wirklich sein, dass durch dieses, ne, dass ihr plötzlich so merkt, ihr müsst jetzt da raus und da euch begegnen Menschen, mit denen ihr, mit dem Eichhörnchen, wie sich das alles so fügt und euch titschen da immer wieder Informationen an, ja, oder glückliche Fügungen, sage ich mal, wo ihr wirklich dann immer wieder denkt, boah, das hätte ich nie gedacht, dass ich mal an dem Punkt komme. Ja, oder Mann, ich habe schon vor 10 Jahren habe ich mal diesen Impuls gehabt und jetzt realisiert der sich. So, diese Energie nehme ich hier wahr. Also das können wirklich so, plötzliche, unerwartete Begegnungen sein, wo Dinge in den Fluss kommen und alte Sehnsüchte vielleicht euch auch bewusst werden, die ihr schon längst vergessen habt oder gar nicht mehr so auf dem Schirm hattet, ja? Also da ist auf jeden Fall eine Menge Bewegung drin, meine lieben Stiere. Schauen wir mal, bei so viel Neuanfangsenergie und Arbeit, das ist jetzt zu früh, ich habe noch nicht mal die Frage formuliert. Was ist denn der Tipp des Universums? Dankeschön. Was ist der Tipp des Universums? Die Karten lassen wir auch gleich mal da. So. Ja, da haben wir die Königin der Kelche und die Drei der Kelche. So, die Königin der Kelche ist ja
das Wasser. Ne? Ist also Wasserenergie. Bei den Kelchen geht es immer um die Gefühle. Die drei der Kelche ist die Karte, die zum einen für Dankbarkeit steht. Und sie sagt aber auch, vielleicht, das ist jetzt vielleicht nur für einen das Thema, vielleicht müsst ihr zu dritt an etwas arbeiten. Also der Tipp ist auf jeden Fall, auch wenn hier echt viel Bewegung drin ist, solltet ihr euch immer wieder auch Zeit nehmen, eure Gefühle zu betrachten. Ja, ähnlich wie diese Königin hier in diesen Kelch blickt. Stell mal Scharfkamera. Hallo. So. Ähnlich wie diese Königin hier in diesen Kelch blickt und den Inhalt betrachtet, solltet ihr vielleicht auch eure Gefühle in stillen Momenten wirklich sortieren und betrachten, damit euch hier nicht diese Gefühle hier wirklich drohen, euch zu überrollen. Aber es gilt auch bei allem, ne? Also Stiere haben ja oft so diese, man sagt den Stieren ja nach, dass die gerne etwas behäbig sind, dass es mit Veränderungen nicht zu haben. Ihr steht aber nun mal mitten in einem Veränderungsprozess und vielleicht auch die Dankbarkeit nicht zu vergessen, dass hier jetzt in etwas Bewegung reinkommt, an dem ihr schon so lange gearbeitet habt. Und das alles passiert nur, weil ihr vorher in eurem Umfeld aufgeräumt habt mit dem Besen. Schauen wir mal, was Erat Aliquando noch als Tipp zu ergänzen hat. Was ist der Tipp von Erat Aliquando? So, genau, ja, wie ich es gerade gesagt habe. Also die Realität, da ist ziemlich viel los, so wie es scheint. Ne? Mit den drei Kelchen kann hier wirklich einiges in Bewegung sein. Und da steht jetzt hier, dass wenn die Realität eure Geduld auf die Probe stellt, werdet euch mit der Kutsche bewusst Eile mit Weile. Also nehmt euch wirklich die Zeit. Mir kommt jetzt hier auch so der Punkt rein, nicht von einem Termin zum nächsten zu hetzen oder zwischen den ganzen Aufgaben, die ihr gerade so zu bewältigen habt, immer hin und her zu ditchen, sondern geduldig zu sein. Und auch mit dem Haus auf Stein hier euch zu besinnen, ihr habt hier ein Fundament geschaffen, das sicher ist, und euch auch die Auszeiten zu nehmen, euch mal kurz in eure, sage ich jetzt mal, kleine Höhle zurückzuziehen, durchzuatmen, eure Gefühle zu betrachten, zu schauen, wer bin ich, wo bin ich und wie viele. Also wirklich so ein, sage ich mal, seelisches Luftholen, um hier eben nicht von der Realität und dem Ganzen, was hier in Bewegung zu sein scheint, überrollt zu werden. Was sagt denn das Lenormand noch dazu? Ja, wir haben die Mäuse und die Lilien. Also ihr achtet bitte auf eure Harmonie. Mit den Mäusen ist das so ein bisschen nett. Also das mir kommt hier so ein bisschen diese nervliche Anspannung durch, die jetzt einfach mit diesen ganzen Veränderungen, das geht euch vielleicht jetzt auch ein bisschen zu schnell und ihr müsst da immer wieder schauen, in Harmonie zu bleiben, auch eure Nerven zu beruhigen. Also macht euch dann auch mal Auszeiten, wo ihr bei einer gemütlichen Tasse Tee in Ruhe durchatmet, reflektiert, okay, was ist denn hier gerade am Erblühen, am Wachsen, worum geht's, welche Geschenke, ne, mit der Dankbarkeit habe ich hier jetzt, wie viel Glück ist mir auch begegnet oder wie viele glückliche Fügungen, das kommt mir bei dieser Legung ganz oft durch, dass hier ganz viel mit dem Thema zu tun hat, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein. Auch diese drei Karten, ne? Die uralte Mooreiche, St. Nimmerleins Tag und Überfluss. Ihr habt das Talent, zur rechten Zeit am rechten Ort aufzutauchen. Also das kann nicht nur sein, dass hier jemand aus der Vergangenheit wiederkommt, sondern auch zur rechten Zeit den rechten Handlungsimpuls zu haben und vielleicht dann mit dem Eichhörnchen in die Kommunikation nach außen zu gehen. Sehr spannende Energie. Wie geht's weiter? Wir haben, sehr spannend. Schaut mal, verdeckte Energie im Tarot, da liegt der Mond obendrauf als erstes.
Also natürlich, diese Veränderungen bringen auch vielleicht gewisse Unsicherheiten mit sich, vielleicht auch Selbstzweifel oder Zweifel, aber darunter liegt die Kraft. Und jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4 große Arkanen. Also das ist wirklich kein kleines Ding, was da bei euch läuft, sondern mir scheint hier wirklich, mir kommt hier bei dieser Kartenkombination auch so durch, dass ihr in der Nacht nutzt bitte die Schlafphasen, um a, auf eure Träume zu achten und b, Kraft zu tanken. Ja, also dass diese ganzen Veränderungssituationen, dieser Weckruf, hier schon tiefgreifende Veränderungen mit sich bringt, aber dass ihr auch immer wieder die Auszeiten nehmt, auch wieder Tipp des Universums, immer mal wieder durchatmen, ein bisschen Gas rausnehmen, zu reflektieren, okay, was ist passiert, wie fühle ich mich gerade, was ist stimmig, was nicht, weil wenn ihr in so einem Aktionismus drin seid, habt ihr oft gar nicht die Ruhe, um wirklich zu reflektieren. Oder gerade eine Bestandsaufnahme zu machen. Also achtet da bitte auf euch. Das ist wichtig. Ich habe hier keine bedenklichen Karten drin. Ja, auch der Mond kann auch für Erfolg zum Beispiel stehen. Auf Zeichen durch Zeichen in Träumen und so weiter. Ja, aber hier sind natürlich auch ein paar Unsicherheiten am Start, die ihr nicht übergehen solltet. Wo ihr einfach dann euch auch selber reflektiert und darauf achtet. Die weiteren Outcome-Karten, da haben wir den Fuchs und das Haus. Der Fuchs, da geht es auch um Strategie, um Schleue. Ja, der hat hier so einen funkelnden Stern vor der Nase und so kommt ihr, liebe Stiere, mir auch vor im März. Also hier fügt sich irgendetwas sehr zu eurem Wohle und auch etwas, wo ihr vielleicht wirklich schon lange drauf wartet. Und jetzt geht es darum, wirklich strukturiert und planvoll auch vorzugehen, ja. Und dennoch die eigene Stabilität und Standhaftigkeit nicht außer Acht zu lassen. Also, ja, prinzipiell echt richtig, richtig schöne Karten für euch, liebe Stiere. Aber hier ist viel, ganz, ganz viel Bewegung drin. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich die Karten noch hinlege, dass ihr die... Ja, die Outcome-Karten noch vereint sehen könnt. So und so. Jetzt habt ihr, glaube ich, alles im Blick. Genau. Also, eine sehr schöne Energie für euch, meine lieben Stiere. Aber hier geht es wirklich, also das ist eine Energie, da folgt ein Weckruf und der hat mit eurer Professionalität zu tun und eurem Neuanfang, auf den ihr vielleicht auch schon lange wartet. Welche Runenkraft unterstützt euch denn bei diesem Leben Stier 2.0. Welche Runenkraft unterstützt euch im März? Da haben wir die Daggers. Schaut, und das ist genau dieses. Die Daggers ist die Lemniskade, die fließende, liegende Acht. Sie spricht auch vom Fließen. Und die Daggers ist manchmal auch die Blaupause. Ja? Also das ist der Moment, wo sich die Nacht und der Tag in der Dämmerung hier begegnen, berühren und sich kurz nah sind, um sich dann wieder zu verabschieden. Also nehmt euch auch die Zeit für ein Blaupäuschen, um zu reflektieren, ja, was fließt hier gerade alles so wunderschön ineinander. Und sie ist auch der Hinweis auf die Zeit, dass der rechte Zeitpunkt vielleicht genau jetzt gekommen ist, wenn ihr den Tipp des Universums nicht außer Acht lasst, immer wieder in die Ruhe auch zu gehen und ja, auf eure Träume und Eingebungen zu achten, ja, und diese Veränderungen und das Wachstum, was hier stattfindet, sich dem auch hinzugeben in Achtsamkeit, indem man sich eben auch immer mal wieder ein kurzes Blaupäuschen gönnt, um zu reflektieren, neue Kraft zu schöpfen und dann voranzugehen. Liebe Stiere, ich hoffe, die Legung hat euch gefallen. Ich freue mich auf eure Likes, Abos, Kommentare, Feedbacks und wenn ihr die Videos teilt. Ich wünsche euch einen zauberhaften März. Fühlt euch umarmelt und ich sage bis zum nächsten Video. Eure Crazy Owl. Ciao!